Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe derweil mal eben die gesamte Datenbank durchgeklickt und immer so 1, 2, 3. Und dann ist der gelesen oder dass diese Benachrichtigung rausgegangen. Dann habe ich zum nächsten gegangen. 1, 2, 3. Dann zum nächsten. 1, 2, 3. Und das ungefähr 70 Mal. So. Damit wir es nicht immer eine Aufnahme haben und dann mir bei zugucken können, wenn ich 20 Minuten lang, also die gesamte Folge, diese Sache mache, habe ich das jetzt mal auf Screen gemacht. Ja? Also jetzt ist schön alles clean. Wenn wir jetzt irgendwelche Sachen scannen oder irgendwas ist, sehen wir sofort, wo es ist. So, dabei habe ich noch ein paar interessante Sachen gesehen. Nämlich bei den Fahrzeugen und den Modulen steht tatsächlich dabei, was es bringt. Weil ich habe mich mal gefragt, ob beim Aquariumsabteil, ob das dann automatisch auch die Fische einsaugt oder ob das einfach nur zur Betrachtung ist. Und es ist tatsächlich so, wie ich vermutet habe, dass der hier die mit einer Saugvorrichtung sammelt. Das heißt, du kannst damit tatsächlich auch Fische sammeln, wahrscheinlich um sie dann einfacher zu snacken. Dazu im Fabrikatorabteil steht drin, zusätzlich bietet es die Möglichkeit, Seebahnabteile zu konstruieren. Das heißt, das will ich mir jetzt mal angucken. Und das habe ich noch... Doch, das habe ich schon angepinnt. Ich glaube, das rechts hier. Yes, Fabrikatorabteil. So, weil ich habe jetzt vor, ein bisschen was zu craften. Ein bisschen wieder den Progress hochzuhalten. Ich will eine Tauchstation machen. Oder wie heißt sie? Ist auch so, ne? Ein Tauchdock. Ein Tauchdock plus Krebs plus Dockabteil für die Seebahn plus Fabrikatorabteil. Die Sachen würde ich alle bauen, um mal zu sehen, was es halt bringt, was man vielleicht noch für Upgrades machen kann, auch beim Tauchdock, ob man da auch wieder so eine Modifizierstation hinbauen kann, wo man Fahrzeuge upgraden kann und zum Beispiel Module herstellen kann, die man dann in der Seebahn verwenden kann. Wie zum Beispiel, was ich unbedingt brauche, so eine Art Reaktivpanzerung. Irgendwas, was halt mir Damage Reduction gibt. Weil dieser Thanatos, der macht mich ja tuhelt. Also ich habe ja keine Chance, wenn ich einmal angegriffen werde von dem und wir müssen in diese Höhle ja runter. Einmal angreifen, angegriffen werden und dann muss ich reparieren, sonst sind wir dead. Das kann ich mir irgendwann nicht mehr leisten. Deswegen brauche ich da irgendwie eine Panzerung, falls es das überhaupt gibt. Im ersten Teil gab es das ja. Gut, deswegen fange ich an mit dem Tauchdock. Wir brauchen Schmierstoff. Silischmier. Wir brauchen ganz viel Titanerz. Ja, daran wird schon wieder scheitern. Für all die anderen Sachen brauchen wir auch noch Titanbarren und oder Plastahlbarren heißen die. Drei Plastahlbarren. Für Ober brauchen wir zwei Titan. Ja, das können wir schon direkt vergessen. Das heißt, wir gehen als erstes mal auf eine Ressourcentour. Das ist schon mal das Erste. Wir brauchen erstmal ein bisschen Ressourcen. Wie gehe ich denn am besten Titan her? Schnellsten und effizientesten. Wenn ich hier die ganzen Gesteine abklapper, könnte auch gehen. Kann ich hier eigentlich rein? Naja. Welcome aboard, Captain. Dann nehme ich mal die Seebahn. Wo können wir denn am besten Titan sammeln? Ich meine, an Land gab es auch schon sehr viel und sehr viel Geiles. Aber diese Ressourcenpunkte jetzt nochmal wieder alle zu finden und... Und ich bräuchte halt eigentlich eher einen Krebs dafür, um das richtig zu machen. Könnte auch in die Mine, brauche ich aber einen Krebs für. Vielleicht baue ich erstmal einen Dockabteil, wo man einen Krebs dran befestigt. Dann Krebs. Oder andersrum. Und gehe damit dann mal ein bisschen farmen. Ja, also so oder so brauchen wir irgendwann einen Krebs, damit wir halt auch solche Sachen schneller und einfacher lösen können. Was ist das da? Achso, okay. Der Seite habe ich es jetzt auch erkannt. Oh, Hallöchen. Lass mich in Ruhe. So, dann machen wir... Ah, nee, nee, nicht so, ne? So. So, ein bisschen Titan, ein bisschen Kupfer, schadet nie. So, ich brauchen wir aber Kupfer, Titan auf jeden Fall. Hier geht es auch gut rein. Sollte ich da einfach mal drunter? Was ist das? Ist das Schrott? Fragment einer Seebahn.
Da oben, stimmt. Die mobile Fahrzeugstation hier, die kann ich auch mal scannen. Die bringen ja Titanerz, wenn ich das schon habe. Ich hab da vergessen. Glaube ich hier, oder? Yes. Direkt hier noch, dann. Oh, komm. Ja. Ich gehe mal ein bisschen tiefer und hoffe, dass ich da ein paar mehr Ressourcen finde. Wir brauchen immer 5 für 1 so einen Barren. Soll ich mein Inventar jetzt komplett nur so mit Kupfer und Titan vollmache? Das wäre schon. Das wäre schon gut. Sind die Viecher wieder? Oder? Haben wir hier gute Rohstoffe? Gelsäcke? Ich hätte vorher noch mal eine Bestandsaufnahme machen sollen. Aber man findet ja dann doch noch wie hier Sachen, die man sonst nicht findet. Oh, guck mal. Da sind Bauteile. Fabrikatorabteil. Das ist Titan. Frachtabteil, das ist Titan. Titan ist immer nice. Seek fluid intake. Hm, also ich jetzt sie gerade auch nicht. Oh! Das ist ein arschiges Ding. Ja, dann nehmen wir gleich mal ein Medikit. Vital signs stabilizing. Ja, auch mal einen Diamant mit. Das war asozial. Und was ist das hier? Hallo? Ich hab's gescannt. Könntest du mir jetzt sagen, was es war? Tut's weh? Nö. Hallo hier. Hab's gescannt, hallo. Okay, ja, dann gibt's mir halt einfach gar keine Info. Ich scanne auch immer Sachen, die gescannt werden können und dann kriege ich einfach überhaupt nichts draus. Okay. Boah, nee, sollte bin ich nicht dafür, nee, nee. Und dreh ich wieder um. Hier war nicht mehr. Ich sehe hier halt auch keine Vorkommen wieder oben. Ich glaube, für diese Vorkommen muss ich wieder hochgehen. Aber hier sind halt schon noch so ein paar Rezepte, die ich mir snacken kann. Guck mal, hier ist auch noch was. Das gibt halt auch schon gut was an Titan. Ja, geht's hier noch tiefer? Nee. Ah, Lithium, kann ich auch mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, haben wir. Schön, 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 zu Höhlen würde ich nicht unbedingt rein. Bin ein bisschen zu eng. Dias. Ja. Oh, hier haben wir direkt 2. Das war halt das übelst geile am ersten Teil. Durch dieses, durch diese. Wie heißt die nochmal? Jetzt habe ich das, dieses Raumschiff vergessen, wie das heißt. Das Altera-Raumschiff. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Aber als das explodiert ist, da kam so viel Schrott überall hin.
Du hattest immer genügend Titan. Du brauchtest das nirgendwo abbauen, weil du kannst immer in die Gegend gehen und einfach Müll sammeln. Richtig gut. Aber hier findest du es eher weniger. Und man könnte vielleicht, das wäre glaube ich was Schlaues, nochmal zu den Schiffwracks gebracht. Vielleicht findet man da ja auch gut was an Titan. Ja, bin ich aber schon fast bald voll. Und noch mehr. Also wenn man hier ein bisschen rumgeht, also dass man die Rezepte gar nicht hinkriegt, ist hier fast unmöglich. Wenn man hier zumindest auch viele sicher viel erkundet. Die Dinger jetzt teilweise schon 4 bis 5 Mal gescannt. Also komplett. Aber noch ein Teil. Oh! Ach, das ist. Ja, okay. Fick dich! Weg da! Ah, guck mal, ein Messer geht besser. Ne? Liebe Kinder, mit einem Messer geht das besser. Ja, die Stachelfallen sind asozial. Ich weiß gar nicht, ob die mich schon mal so erwischt haben oder nicht. Eben bin ich ja einfach direkt drüber geflogen, da. Geschwommen, ne? Also, was sind ja unter Wasser. Da hat man das jetzt nicht so gemerkt. Oh, und ich bin voll. Gut. Auf jeden Fall, dass hier noch was ist, muss ich gleich wieder kommen. Ist sie sichtbar? Da. Ich finde, dass der Hinweis von Alan, dass man halt jetzt an einen Ort muss, wo das so von Kristallen abgeschirmt ist, ja, ganz gut. Prinzipiell, ne, weil ich weiß, wo es ist. Das ist halt diese super krasse Höhle. Wenn man aber diese Höhle noch nicht gefunden hat, frage ich mich jetzt, kriegt man noch einen extra Hinweis, wo das ist, also wo man jetzt hin muss, weil sonst weißt du ja überhaupt nicht, wo du jetzt hin musst. Also wo geht's jetzt weiter? Weil bei den anderen Sachen, bei den anderen Gewebedingern, hattest du immer ja auch so eine Markierung gekriegt, wo man sagte, ey, da unten vermute ich, ist jetzt ein Stück des Puzzles. Da ist zu Hause, da muss ich hin. Bei dem jetzt aber gerade nicht. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt noch kommt. Oder ob das wirklich jetzt so einfach so bleibt. Ich kann nochmal den Boost aktivieren. So. Wir wollten nicht wieder stranden damit. Und reinboosten in die Glocke. Hallöchen. So, wir brauchen 5 Stück von den Barren. Lithium habe ich auch gleich mitgenommen, das heißt, ich kann auch davon schon Klarstahlbarren machen. Und zwar 3 Stück brauche ich. Ich glaube, ich habe nur 2 Lithium im Inventar. Ah, jetzt braucht man immer 2 pro. Ja, dann ja, haben wir jetzt kein Lithium mehr. Dann ist das so. Dann brauchen wir Schmierstoff, Schmie und Blei. Oh. Kriegen wir eine Blei her? Das ist ja jetzt doof. Geologie. Blei, Titan. Galenit, aber hier ist halt auch kein Bild, leider.
Gold oder Titan ist auch nicht das. Arkanit auch nicht. Wo haben wir denn Blei hergekriegt? Oder gab es Blei auch so? Das lassen wir nochmal eben kurz googeln. Weil ich habe jetzt wirklich keinen Anhaltspunkt, bevor ich hier wieder irgendwo sonst wo rumfahre. Ist das, warte mal, ist das ernsthaft ein Artikel, wo man Tipps und Tricks beginnt? Subnautica Below Zero Tipps und Tricks Guide Beginner Einsteiger von Vodafone.de. Haben die ernsthaft einen Guide gemacht auf Vodafone.de? Die sind ja auch schmerzbefreit. Oh Mann, oh Mann. Naja, okay. Das ist wenig aufschlussreich, aber irgendwo hier in den Höhlen soll das auch geben. Dann. Guck mal, das ganze Metall ist leer. Alles zum Barren gemacht. Weg ist es. Dann muss ich nochmal los. Weil das sollte irgendwo hier in der Nähe sein. Diamant. Hallo? Ja. Ganz hinten. Und voll. Okay, Diamanten haben wir absolut genügend. Brauchen wir kein bisschen was von. Magnetit brauchen wir auch nicht unbedingt. Titan brauchen wir auf jeden Fall. Fischkorallen ist scheißegal. Gold brauchen wir. Also Titan und Gold. Ja, Königs ist auch egal. Nickel. Nickel brauchen wir auch, falls wir das hin. Gesek ist auch erstmal nicht so wichtig. Rubine vielleicht. Quarz. Boah. Ich muss noch was trinken. Guten Tag. Dankeschön. So. Silber könnten wir auch gebrauchen, glaube ich. Kupfer haben wir in tonnenweise. Lithium haben wir auch nichts mehr. Und Blei halt. Und Schwefel natürlich, aber das werden wir auch so nicht finden. Ja, dann packe ich nochmal eben meinen Titan weg. Und die Schmiere wieder. Die habe ich jetzt auch so oft angefasst, mein Gott. Rein und wieder raus ins Wetter. Ich würde sehr gerne einfach in die Mine gehen, ne? Weil da haben wir so gut wie alles. Bringt das was? Einfach so? Wenn ich jetzt einfach so ohne einen Krebs dahin gehe? Probier's mal hier. Was sind das für Teile? Silber. Silber. Haben die nicht vielleicht auch Blei? Oh, hier ist Lithium. Ja. Titan. Hier ist der Energiestrahl. Silber, Titan. Ja, Silber wollte ich ja nur so ein bisschen. Ah, Galenit. Aussicht auch auf Blei. Also hier rumgehen und nach den schwarzen Nodes Ausschau halten. Das ist jetzt das. Oh, was war da? Nehme ich mit? Nehme ich alles mit. Komm, den Kupfer kann ich dann wegschmeißen. Brauche ich nicht. Zack. Dankeschön. Ja. Die sind nett. Ah, das habe ich schon mal entdeckt. Okay. Ich bin gewundert, was ist das? Oh, und ich muss mal eben noch. Ja, so. Ab zur Mine. Haben wir hier schwarze Vorkommen? Da ist Lithium. Das nehme ich hier mit.
Ist das schwarz? Nee, ist Akanit. Aber die machen Stress ohne Grund. Ah, das sind schwarze hier. Das sind schwarze Dinger. Bleib, gib alles an Blei her. Gib mir her. Miki, miki, miki. Schön. Da ist sogar noch ein Forschungsteil. Silber. Noch mehr Silber. Ja, das ist einer. Das ist auch einer. Jawohl. Leider nur Titan, aber machst du nichts. Ja. Hier Blei ist noch nicht genug. Gott, Sound buggt. Ich brauche auf jeden Fall deutlich mehr. Aber ich glaube, man findet das nicht so roh. I have detected an energy signature of some strength. Das ist gut. Go ahead and share it. Can't hurt. Blei. Signal location uploaded to PDA. N6M. Ja, das ist 1000. Das ist auf jeden Fall tief. Also jetzt haben wir auch das, was ich mir eben gefragt habe. Wie soll man jetzt wissen, dass man da runter muss? Jetzt weiß man, dass man da runter muss. Und zwar auch, dass man wirklich tief muss. Seba. Den kann ich noch. Oh, hallo, Krebsi. Hast du da was rausgeholt? Oh ja. Lecker. Okay, gut, der mag das nicht, wenn ich ihm das klau. Oh. Ich habe auch kein Medikit mehr eingepackt, ne? Shit. Das war vielleicht auch nicht die schlauste. Habe ich hier nicht vielleicht noch Blei liegen? Das hier? Ja, schön. Ja, die Höhlen hier sind sehr geil. Hier ist tatsächlich viel auf kurzem, auf kleinem Raum. Und ich muss auch wieder zurück zur Seebahn. Einen nehme ich noch. Ne, den hatte ich eben schon angeguckt. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir müssen noch einen Ticken mehr farmen. Und dann bauen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge schon den Krebs. Und das wird richtig nice. Dann kann man nicht richtig schön in die Mine rein. Und boah, das wird schön. Das wird richtig schön. Aber ich brauche gar nicht wegfahren. Ich kann ja nicht nochmal. Ja, ich sortiere die Sachen jetzt alle ein und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.